Wenn man Tesla-Fahrer fragt, was stört euch am meisten an dem Auto, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, die Spaltmaße, die Verarbeitung, der Service, das Fahrwerk. Gut, das vielleicht auch, aber ich glaube, die meisten würden sagen, die Verkehrsschilderkennung. Und damit haben sie absolut recht. Während Tesla in den USA mit ihrem FSD-Beta-Programm schon komplett selbstfahrende Autos auf die Straße bringen, funktioniert die visuelle Erkennung von den einfachsten Verkehrsschildern hier in Deutschland absolut grottig. Innerorts werden die Schilder manchmal erkannt, auf der Autobahn aber überhaupt nicht. Das liegt daran, da Tesla dort fast nur die Kartendaten nutzt und diese eigentlich immer die falschen Geschwindigkeitsbegrenzungen hinterlegt haben. Wenn man dann im Tempomaten oder Autopilot unterwegs ist, kann das echt nervig sein. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, wie bekommen wir Tesla dazu, sich einfach mal eine Stunde Zeit zu nehmen und die Schildererkennung in Deutschland richtig zu implementieren? Das Beste wäre da doch, wenn ich, ein 21-jähriger, gerade mit der Schule fertig gewordener Hobbybastler, ohne jegliche Ausbildung, Studium oder ähnliches, Tesla einfach mal zeige, wie das richtig geht. Ja, wir werden in diesem Video ein Verkehrsschilderkennungssystem mit einer künstlichen Intelligenz trainieren, dann programmieren und schlussendlich im direkten Duell gegen Tesla antreten lassen. Und ein kleiner Spoiler vorweg, Tesla sowie alle anderen Autohersteller werden danach ziemlich schlecht dastehen. Also, let's go! Wie gesagt, Tesla nutzt für das Anzeigen der Geschwindigkeitsbegrenzung derzeit teilweise die Kameras, aber zum größten Teil eigentlich nur die Kartendaten von Google Maps. Das heißt, wenn innerorts im Kartensystem hinterlegt ist, dass in Straße X eine 30er-Zone herrscht, dann übernimmt der Tesla das ohne weiter drüber nachzudenken. Und man muss hier sagen und zugutehalten, dass das System innerorts und auf Landstraßen eigentlich sehr zuverlässig läuft. Leider ganz im Gegenteil zu den Autobahnen. Denn dort scheint Tesla überhaupt nicht auf die Kameras zu achten und übernimmt einfach die Kartendaten, was so nicht funktioniert. Wir kennen das alle, es gibt ständig Baustellen und wenn der Tesla dort dann zum Beispiel mit 130 durchbrettern will, dann funktioniert das einfach nicht. Gerade in Verbindung mit dem Tempomat oder Autopilot. Deshalb wollen wir das heute ändern, zumindest konzeptionell. Der Plan ist es, ein System zu programmieren, welches mit einer separaten Kamera das Verkehrsgeschehen wahrnimmt, alle relevanten Schilder erkennt und diese schlussendlich dem Fahrer auf einem kleinen Monitor präsentiert. Das Video soll primär dazu dienen, einfach Tesla mal zu zeigen, dass ich als Einzelperson ein System entwerfen kann, welches das von ihnen schlägt, um vielleicht mal ein bisschen Wind in die Sache zu bringen, damit sie das Thema nochmal angehen. So, jetzt lasst uns aber endlich starten. Wie gesagt, ich bin ein Hobbyprogrammierer und habe noch nie vorher etwas mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz oder Image Processing zu tun gehabt. Das hieß, es ging für mich erstmal ab zu Google und ich suchte Referenzprojekte, die Ähnliches schon mal umgesetzt haben. Und zu meiner großen Überraschung gab es da echt viel hilfreiches Material. Es gibt sogar eine Internetseite, die über 50.000 Bilder von deutschen Verkehrsschildern bereitstellt, um sein persönliches Machine Learning Modell zu trainieren. Ich habe jetzt hier mal solche Trainingsbilder runtergeladen und wenn wir da einmal kurz reinschauen, seht ihr schon, wir haben hier erstmal viele verschiedene Ordner, um genau zu sein 42 und jeder Ordner steht für eine sogenannte Class. Jede Class stellt ein anderes Verkehrsschild dar. Wenn wir zum Beispiel mal in die Class 0 schauen, seht ihr hier in den Bildern, hier haben wir einfach super, super viele Bilder von einer 20 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn ich jetzt hier mal in die Class 21 gehe, habe ich hier Bilder von so einem Doppelkurven Warnschild, auch in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, mal im Dunkeln, mal im Hellen. Und diese Bilder brauchen wir, wie gesagt, um unsere AI erstmal zu trainieren, dass sie weiß, was überhaupt ein Verkehrsschild ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal den Code offen, um so ein Modell zu trainieren. Und wenn ich hier einfach mal auf Start drücke, können wir uns mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Hier haben wir jetzt 35.000 Bilder drin mit 42 verschiedenen Classes. Und ihr seht schon, jetzt beginnt das hier unten quasi mit der Class 1, mit unserem 20er Schild. Da haben wir jetzt 276 Bilder. Die werden alle nacheinander durchgegangen, analysiert. Ihr könnt euch wahrscheinlich gut vorstellen, wie lange es dann dauert, dieses Training für die ganzen 42 Classes zu machen.
machen, dann muss der Computer schon mehrere Tage hier quasi arbeiten. Dafür bekommen wir dann am Ende aber eine einzige Datei ausgespuckt, die unser Modell ist und alle Informationen beinhaltet, sodass wir im nächsten Schritt dann live quasi Verkehrsschilder erkennen können. Ich will euch in diesem Video nicht lang mit der Erklärung des Programmiercodes aufhalten. Deswegen jetzt hier einmal eine kurze Erklärung, wie genau mein System überhaupt funktioniert. Insgesamt besteht es aus drei Komponenten: einem Raspberry Pi, einer externen Kamera und einem kleinen runden LCD-Display. Der Raspberry Pi ist ein kleiner Minicomputer, der am Ende das gesamte Processing übernimmt, und mit diesem werden einfach die Kamera und das LCD-Display verbunden. Der Code funktioniert nun folgendermaßen: Wir holen uns einen Frame, also ein Standbild von der Kamera. Dieses jagen wir dann durch ein Image Processing, um anschließend Kanten oder ovale bzw. runde Formen zu erkennen. Wird so eine Form erkannt, gehen wir erstmal davon aus, dass dieses ein Verkehrsschild sein müsste. Wir schneiden dann das Standbild, also den Frame, auf diese Form zu und geben es an unsere künstliche Intelligenz weiter, welches dieses dann mit Hilfe des erstellten Modells hoffentlich richtig erkennt. So, Freunde, der große Moment ist jetzt gekommen, der erste Test. Das Modell ist hier quasi die ganze Nacht gelaufen und ich kann es jetzt das erste Mal ausprobieren. Und wenn ich hier mal auf den PC wechsle, seht ihr auch schon, der Code läuft hier, wenn auch sehr verzögert. Und das hatte ich ja am Anfang angesprochen und ihr seht es hier auch links in der Konsole. Unser Code läuft so ungefähr alle 800, 900 Millisekunden einmal durch. Das heißt, dann können wir einen neuen Frame grabben. Das soll uns jetzt aber nicht stören. Vielleicht wird das gleich ein Problem, wenn wir den Real-Life-Test machen. Aber wir schauen jetzt erstmal, ob unser Programm denn Schilder erkennt. Und ich habe hier einfach mal auf meinem Handy welche aufgerufen. Und wenn jetzt alles richtig läuft, sollte das Programm dieses Schild erkennen. Ich halte es hier mal rein und wir sehen auch schon, es funktioniert. Er umkreist es hier, das heißt, dieses Ausschneiden funktioniert. Er sagt, es ist ein Speed-Limit-Schild. Und er sagt hier auch, die Zahl dahinter bedeutet quasi, dass er sich mit 94% sicher ist, dass es sich wirklich um dieses 30er-Schild hier handelt. Ihr seht also, in der Theorie funktioniert mein System schon mal sehr gut. Und ich würde sagen, wenn das nicht mal ein Daumen hoch wert ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt kommt aber natürlich die große und entscheidende Frage: Wie sieht's denn im echten Straßenverkehr aus? So, Freunde, der Code ist fertig. Ich habe mich jetzt mal hier ins Auto gesetzt und habe mal hier ein kleines, sag ich mal, anfängliches Setup aufgebaut, um das Ganze jetzt auch mal in der Praxis zu testen. Als erstes haben wir hier natürlich unsere Kamera montiert und ihr seht schon, ich habe hier mit so einem kleinen Saugnapf befestigt, dass die wirklich super stabil hier hält. Das Kabel läuft dann runter hinterm Display längs und geht hier in den Raspberry Pi rein. Hier habe ich jetzt einfach mal das kleine runde Display angeklebt. Ich hoffe, ihr könnt das gleich so sehen. Und ihr seht aber auch schon, ich habe hier noch so einen Lüfter mir reingestellt, denn das Teil hier wird echt verdammt heiß. Dann geht es hier noch weiter mit dem Netzwerkkabel in so einen kleinen mobilen Hotspot hier rein. Der ist dann wiederum mit dem Computer verbunden und hier sind wir quasi jetzt auf dem Raspberry Pi eingeloggt. Okay, Leute, erste Fahrt geht los. Ich bin super gespannt. Tut das Ding hier, was es soll? Oh mein Gott. Oh, da haben wir ein ein Baustellenschild direkt vor uns jetzt. Noch hat er es nicht. Ich fahre mal dran vorbei. Er hat's gegriffen. Ist das geil. Okay, wir haben ein Vorfahrtsschild. Mal gucken, wie schnell er das sich holt. Eine rote Ampel haben wir mit dem Vorfahrtgewehrenschild. Und er hat's drin. Bevor wir überhaupt da sind. Ich muss mich echt ein bisschen mehr aufs Fahren hier konzentrieren, ey. Jetzt wird's spannend. Ich fahre gerade 60 und wir haben jetzt links und rechts eine 60er Beschilderung. Die müsste er sich eigentlich holen können. Mal schauen. Und er hat sie. Er hat sie. Juhu. Geil, oh Mann. Hat er sich geholt? Wir haben 60er Schild. Und ein Durchfahrtsverbotenschild. Er hat sie beide hintereinander erkannt und auch in der Reihenfolge angezeigt. Jetzt wird es natürlich gleich super spannend auf der Autobahn, wenn wir mal schneller an Schildern vorbeifahren. Denn das kann der Tesla tatsächlich nicht so gut. Und das ist ja auch die große Kritik immer. Okay, und da vorne kommt direkt das erste Schild. Wir fahren 110, 112. Hier ist ein 120er Beschilderung. Okay. Hat er sich leider nicht geholt. Okay, 120er Schild kommt jetzt hier. Und das hat er. Er hat das 120er Schild. Aber der Tesla hat es auch. Das heißt, das gilt nicht. Wir sind nicht besser als Tesla, aber wir sind gleich auf.
Da vorne kommt jetzt nochmal ein Wildüberquerungsschild. Mal gucken, was er daraus macht. Hat er erkannt? Achtung Wild, hat er erkannt, das Schild? Okay, wir haben ein Überholverbotsschild. Hat er sich geholt? Geil! Jetzt kommt nochmal die 100. Nächste Chance für mein System, come on. Okay, wir haben es wieder nicht richtig erkannt. Komm, erkennt bitte nur einmal das 100er-Schild. Und? Er hat 100! Er hat 100 erkannt! Wir sind damit offiziell besser als Tesla, weil Tesla denkt, es ist 120. Mein System hat erkannt, es ist 100. Okay, jetzt haben wir das erste Mal ein Schild mit Bumpy Road. Das heißt, dass wir eine Fahrbahn haben, die bumpy ist. Mal gucken, ob er das erkennt. Hat er erkannt? Sehr geil. Dahinter ein 60er-Schild. Hat er auch erkannt. Sogar die speziellen Schilder. Okay, wir haben ein Schild mit Slippery Fahrbahn. Hat er erkannt? Überholverbot. Hat er erkannt? 60er-Schild. Hat er erkannt? Alter. Alter Falter. So, es kommt ein 80er-Schild. Mein System hat die 80 erkannt. Bei Tesla steht, dass gerade unbegrenzt sein soll. Also haben wir auch hier wieder den Fehler. Überholverbotsschild wurde erkannt. Wir haben ein General Caution-Schild. Achtung Baustelle quasi. Wurde erkannt. Wir haben ein 80er-Schild. Wurde erkannt. Wir haben ein Überholverbotsschild. Wurde erkannt. Tesla denkt immer noch, es ist unbegrenzt. Also ich würde mal sagen, wir haben hier ziemlich klar den Beweis, dass mein System auf jeden Fall in dem aktuellen Stand deutlich besser ist im Erkennen von Schildern als das, was Tesla hier gerade seinen Kunden liefert. Ja, Freunde, ich bin wieder zu Hause angekommen und was soll ich sagen? Also wenn das nicht mal ein guter erster Test war, dann weiß ich auch nicht. Wie ihr gesehen habt, gibt es natürlich auch bei meinem System noch ganz viel Luft nach oben. Trotzdem hat es auf der Autobahn aber deutlich besser funktioniert als die Schilderkennung von Tesla. Und man kann sagen, dass ich hier in sehr kurzer Zeit eine bessere Schildererkennung geschrieben habe, als Tesla sie aktuell in Deutschland zumindest implementiert hat. Deswegen hier auch das Appell an Tesla. Und ich weiß, ihr guckt ab und zu mal zu. Bitte nehmt euch doch mal ein paar Tage Zeit und repariert die Verkehrsschilderkennung so, wie sie einem Auto in 2022 gebührt und vor allem einem Tesla. Wenn ich das schaffe, dann ihr ja wohl alle mal nicht glaubt, da wird sich jeder einzelne Tesla-Fahrer sehr drüber freuen. Ja, Freunde, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das Problem in eurem Auto auch so nervt, wenn ihr einen Tesla habt. Und ansonsten lasst auch gerne mal euer Feedback zu dem gesamten Projekt hier in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne und lasst einen Daumen da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!